Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Ja. So, meine Lieben. So, wir sind wieder bei Familie Reich. Ich hatte letzte Folge ja was aufgenommen. Also gestern aufgenommen. Und da wollte ich es bearbeiten. Ging leider nicht, deswegen ist unsere liebe Kati hochschwanger und ich bin jetzt mal gespannt, wie lange es braucht. Und ja, ich bedanke mich nochmal für 200 Abonnenten für jeden, von jedem Einzelnen aus und ja. So. Du hast Hunger, du isst. So. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie die Kinder heißen. Kind, junge Mädchen. Dass ich das dann halt ein bisschen ändern kann. Ich weiß nicht, ob ihr den Mauszeiger gerade seht. Also OBS funktioniert bei mir im Moment überhaupt nicht. Aber das macht ja nichts. Machen wir hier mal ein bisschen schneller. Also du räumst auf hier. Unsere Kati ist schwanger. Hochschwanger. Und ich bin mal gespannt. Ihr könnt das hier eigentlich auch mal gleich aufräumen. Dass du das dann machst. Oh. Alles mit dir hier, mein Freund. Ha, und dann kannst du auf die Toilette gehen. Dass du das hast. So. In der letzten Folge kam ja letzte Woche kam nicht viel und diese Woche kam auch nicht viel, aber macht nichts. Harndrang und Hunger. Hast du immer noch Hunger? Kannst du dir bitte gleich noch einen Teller davon nehmen? Danach kannst du auf die Toilette gehen. Danach kannst du nochmal das. Ja, kannst du duschen, kannst du das benutzen, danach kannst du schlafen gehen. So, ich hoffe, die Aufnahme läuft. So, wie ihr es gesehen habt, habe ich jetzt ein neues Intro. Das haben wir, hat die Community mir erstellt. Vielen Dank dafür nochmal. Link zu ihrem YouTube-Channel unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Oh. Geh schlafen, Mann, ey. Das ist ja immer so ein Ding hier, aber weil sie auch schwanger ist. Komm, geh schlafen. Aber jetzt läuft es aber ein bisschen flüssiger als vorher. Was machst du? Fernseh gucken. Kannst du es mal bitte ausschalten? Vielen Dank. Kannst du auch mal schlafen gehen? Möchtest du abspülen? Dann auch kannst du schlafen gehen. Ich hoffe, das Kind kommt jetzt nicht diese Folge. Das wäre jetzt nämlich nicht gut, aber egal. So. Lassen wir die beiden halt mal ein bisschen ausschlafen. Wir haben ja auch 1 Uhr mitten in der Nacht. Und ja, wie ihr seht, hier hing ja mal ein Telefon, das habe ich den weggenommen, weil es mich so übelst genervt hat. Katja hat heute Abend frei. Oh, wie geht's überhaupt? Ha, dann kannst du gleich mal auf die Toilette gehen. Das benutzen, danach kannst du duschen und danach kannst du, ach, du bist schon wieder wach, ja, und dann kannst du frühstücken, Müsli. Ich hoffe, es funktioniert gerade einigermaßen. Ich hoffe, das Bild ist auch scharf. So.
Ja, du isst jetzt schön. Warum ist das schon wieder so schwarz draußen? Also in der letzten Folge hat es ja hier gebrannt. Ich habe jetzt einen neuen Herd gekauft. Kannst du noch mal schlafen gehen danach? So. Oh nein, es passiert. Oh nein. Scheiße, jetzt habe ich keinen Namen. Oder keinen Namen. Es wird bald Nachwuchs geben. Oh nein. Was ist es, Junge oder Mädchen? Ein Engelchen. Oh. Oh nein, jetzt fällt mir kein Name ein. Scheiße. Welchen Namen nehmen wir denn jetzt einfach mal? Scheiße, jetzt fällt mir noch nicht mal den Namen dazu ein. Ach du je. Ja, jetzt könnte es hart werden. Ich weiß, wir nennen sie Maike. Oh, kleine Maike. Jetzt muss ich mal eben ein Kinderbettchen kaufen. Aber wo packe ich das hin? Ich glaube, das Bett packen wir mal kurz zur Seite. Boah, ein Bettchen. Was ist das denn für ein komischer Herd? Was ist das? Ist das ein Bett? Ein Mädchen und ein Weiß. Tatsache, das ist ein Bett. Oder ist das eine Wickelkommode? Nee. Und dazu. Also. So. Ich hoffe, du. Warte. Kannst mal bitte deinem Kind etwas zu essen geben? Maike die Flasche geben. Oh. Süß. Aber wie ihr jetzt gerade seht, es hängt nicht ein bisschen. Finde ich gut. Oh, das Baby ist da. Und so, bitte mal so. So, kannst du das Kind mal bitte ins Bettchen legen? Und, achso, ja. Möchtest du machen? Was ist das? Na, boah, das ist eine Wickelkommode. Immer noch. Ja. Möchtest du jetzt machen? Bett machen. Ach, dir geht's eigentlich soweit ganz gut. Oh, Baby ist da. Hunger. Kannst aber mal. Möchtest du machen? Drücken. Kannst du machen. Ich hoffe, ich gucke gleich mal nach der Aufnahme, ob das hier alles soweit funktioniert, aber ich glaube schon. Kannst du noch mal ein bisschen schlafen gehen? Danach, ja. Oh. Süß.
herrlich, die kleine Maike. Lass das Kind da drin. Lass das Kind da. Okay, dann hol's raus. Hoch. Na, da war ich nicht. So. Das ist schon wieder ein bisschen zu tief. Gott. Was möchtest du machen? Flasche gehen kannst du machen. Kati schläft. Na, musst du da. Nein, 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 nein. Ach, ich glaube, ich habe jetzt auch gar keine Badewanne, oder? Weil das Kind stinkt nämlich. Nee. Das habe ich nicht. So, dann werden wir das jetzt auch mal kurz ändern. Und eine Badewanne kaufen. Dann nehmen wir... Welche nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen die hier, ne? Kannst du denn die Kleine drin baden? Ne, oder? Oder geht das nicht? Ja, du kannst... Ach, ich glaube, wenn du denn... Was machst du denn jetzt? Wickel. Keine Aktion verfügbar. Warum nicht? Ich möchte mein Kind wickeln. Kind tragen. So. Das Kind stinkt und ich möchte es gerne wickeln. So. Wieso klappt das nicht? Versucht das nochmal. So. Nee. Und ich stelle sie mal eben. Dahin. Warum steht das Waschbecken? Ja, jetzt einfach mal dahin. Ja. Ne. Also kommt die weg. So. So. Und den anderen holen. So. Und wie klappt das jetzt? Keine Aktion verfügbar. Warum nicht? Das Spiel buggt. Ja, dann hat das Kind halt Pech gehabt. Was möchtest du machen? So, du kannst das da eigentlich mal weglegen. Oder, ne, das Kind stinkt doch gar nicht. Mit Michael spielen, mach das mal. Dann kannst du... Wie geht's dir denn? Kannst du auch mal aufstehen? Aufräumen. Räum das mal hier bitte weg. So. Das ist auch schlecht. Kannst du auch abspülen. Du sollst das Kind bitte tragen. Eine Wickelkommode. Kind tragen. So. Kannst du das Kind jetzt wickeln? Ne, dann stimmt das Kind noch nicht. Yay, das Kind ist da. Die kleine Maike reich. So. Was hast du noch für einen Sohn? Ach, für den müssen wir noch einen Job suchen. Der hat in der letzten Folge seinen Job verloren. So. So, mein lieber Justin, dann kannst du den mal bitte hier unten ins Bettchen legen. Weil ich ins Gitterbettchen legen. Und dann kannst du mal was zu essen machen. Frühstück, Müsli.
Ah, du lässt dich sogar Backup, oder? Und, nee, oder? Was möchtest du noch? Nee, 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 bleib mal hier oben. Du kannst mal. Was kannst du denn da machen? Recyceln. Post haben wir noch nichts, das ist immer gut. So. Wenn der liebe Justin gegessen hat, dann. Ach, hier oben ist auch eine Badewanne. Ups. Egal. Möchtest du noch zum Mittag essen Hawaii Toast? So. Wieso ist der nur an? Kannst du mal nach Jobs suchen? Nach dem Essen, weil er wurde in der letzten Folge gefeuert. Ich habe keine Ahnung wieso, aber egal. So, machen wir hier nochmal ein bisschen schneller. Lass es nicht anbrennen. Nimm es da runter. Gut, du gehst den Job suchen. Jetzt stinkt die Kleine. Und die Mami kann dich dann gleich mal wickeln. Immer noch keine Aktion verfügbar. Was ist das für ein Dreck? Hm? Maike baden, mach das danach mal bitte. Guck mal, wo du bist da oben. Das ist super. Freie Stelle. Tanz-Aerobic-Lehrer. Ich such mal weiter. Nochmal weiter suchen. Wie lange hast du nur noch? 300 Tage, dann bist du Kinder. Militärrekrut. 350 annehmen. Okay. Hallo. Hier oben ist ein Klo, was du benutzen kannst. Geh aber bitte erstmal auf Klo. Danach kannst du in die Badewanne gehen. So. Was machst du? Lisa. So geht's auch. Das funktioniert doch einwandfrei. Kannst du die Kleine noch mal ins Bettchen legen? So, jetzt geht aber die Lehre und du möchtest lernen. Ein Logikpunkt. Mechanik, glaube ich. Ja, machst du? Du bist in der Badewanne. Dir geht es eigentlich soweit ganz gut. Wir beziehen aber zum Aufräumen. Du kannst erstmal weiter essen. Und ja. Nein, das ist soweit, das ist okay. So, mach das. Hättest du die Tasse nicht mitnehmen können? So, gucken wir halt mal hier unten. So, was machst du? Joa. Was möchtest du denn noch? Logikpunkt. Mechanik gehört ja eigentlich zur Logik. Ne, oder? Bin ich doof? Ach, egal. So. Kannst du das Kind nicht einfach mal in Ruhe lassen? Boah, Sims, aber egal. Was möchtest du jetzt machen? Kind tragen. Nein. Maike ins Gitterbettchen legen und da bleibt es auch. So.
Mach. Auf den Schritt schneller. So. So, meine Lieben. Ich würde sagen, das war's wieder von dieser Folge. Die geht 20 Minuten. Und ja. Deswegen würde ich sagen, bis dahin. Und ja, auf Wiedersehen.